Dann wollen wir nochmal die Landstraßen ein bisschen unsicher machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMI-Car. Ich bin mal wieder gerade über Land unterwegs, Richtung Worpswede. Hatte ich letztens einen User, der da in der Ecke wohnt. Wenn er schaut, das Video, vielleicht weiß er, welcher gemeint ist. Am Ausgang von Worpswede mit der V-Strom und dem gelben Helm. Naja, und ich wollte dieses Mal drüber sprechen, was ich in den Videos zum Teil von Lactobites auch schon mal gehört hat und was er angesprochen hat, was so vielen oder einigen Motorradfahrern auch passiert, dass sie ohne Sprit liegen bleiben, weil ihnen der Sprit ausgeht. Wie gesagt, Lactobites ist das auch schon ein paar Mal passiert. Auch in seinen Videos, dann fährt er zur Arbeit und ach ja, gestern Abend hat ja meine Reserveanzeige schon geblinkt. Und vielleicht sollte ich nochmal tanken fahren, aber ich fahre mal erstmal weiter zur Arbeit. Naja, und dann irgendwann abends vergisst das auch wieder. Und ruckzuck sitzt du dann irgendwo fest, ohne Sprit. Klar hast du dann vielleicht jemanden, der meistens andere Motorradfahrer, die dir dann helfen. Aber ich verstehe einfach nicht, wie einem der Sprit ausgehen kann. Also ich habe ja eine Range von, also eine Bandbreite hier von angeblich 480 Kilometern, 17,1 Liter. Und bei mir sind dann so wie jetzt 236 Kilometer, da habe ich noch 3 Striche auf der Uhr. Aber gleich, wenn ich wenn ich zurückgefahren bin nach Bremen, dann bin ich ungefähr bei 300 Kilometern. Und bevor ich dann nach Hause fahre ich erstmal nochmal tanken, obwohl ich mindestens noch 100 Kilometer fahren könnte. Aber gehe ich gar keine Kompromisse ein. Einfach noch mal fahren, dann kann man am nächsten Tag beruhigt aufs Motorrad steigen und eine Runde drehen, ohne Angst haben zu müssen, dass man irgendwo liegen bleibt. Also ganz ehrlich, ich kann das nicht verstehen, dass man irgendwo mit seinem Motorrad liegen bleibt. Gut, wenn das im Urlaub irgendwo ist und stundenlang irgendwo keine Tankstelle auftaucht, könnte ich das ja auch noch verstehen. Aber selbst da würde ich wahrscheinlich mit einem 5 Liter Kanister irgendwie noch vorbeugen und vorsorgen, als irgendwo liegen zu bleiben, mitten in der Pampa womöglich noch. Und auch hier in der Stadt, naja, ich würde nicht sagen, dass es mir peinlich wäre, aber irgendwie verstehe ich das nicht, dass man da ohne Sprit liegen bleibt. Vor allen Dingen, ja, wenn man sowieso Lust am Fahren hat. Und ich, wenn ich jetzt ja auch wieder tagtäglich fahre und so meine 150 Kilometer am Tag runterreiß oder noch mehr, dann muss ich alle 2 Tage muss ich dann zur Tankstelle. Jeden zweiten Tag abends fahre ich mal eben an eine Tankstelle und mache den Bock wieder voll. Also tut mir leid, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ja, wenn ihr das Problem habt, oder euch das auch schon öfter passiert ist, könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie man das so
wie einem das so passieren kann. Wie gesagt, ich finde die Geschichten da bestimmt ganz interessant, weil mir sowas nie passieren würde. Aber egal. So verschieden sind nun mal eben die Menschen. Und auch gerade Motorradfahrer. Sieht man ja schon allein, wie viele verschiedene Motorräder und Kategorien von Motorrädern das gibt. Da sind Kategorien bei, die sind sehr beliebt. Und ich frage mich dann immer, ja, wie kann man sowas fahren? Aber ja, die meisten sehen das ja nicht wie ich. Kilometer fahren, Kilometer fressen, da findet man meistens auch Adventure- oder Reisemotorräder, mit denen ich nun wieder gar nichts anfangen kann. Mein Bruder ist ja auch so ein Fan davon. Ich hatte ja die 1250 Super Adventure S von 2018, die er sich gekauft hat. Hatte ich ja auch ein Video von gemacht. Kann ich da oben mal verlinken, könnt ihr mal reingucken. Aber naja. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Ich verlange ja auch, dass die Leute verstehen, warum oder dass ich so viel Spaß am Motorradfahren habe und an Supersportlern. So, jetzt bin ich wahrscheinlich schon an der Stelle vorbei von dem User, der mit dem ich letzt Kontakt hatte hier hinter Worpswede. Weil ich bin jetzt schon wieder aus Worpswede raus. Da bin ich an seinem Haus wahrscheinlich schon längst vorbei. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich ihn sehe oder treffe oder sowas. Naja, ich habe ihm bloß gesagt, ich werde demnächst mal wieder bei dir in der Gegend rumdüsen und das habe ich damit heute schon gemacht. Aber gleich will ich noch die, weiß gar nicht wie die heißt, die Teufelsmoorstraße, glaube ich, nach Pennigbüttel runterfahren. Die bin ich auch schon 2 Monate nicht mehr gefahren. Es war aber, glaube ich, die letzte lange Strecke, die ich letztes Jahr noch gefahren bin. Mal gucken, wie die Strecke den Winter überlebt hat. Mein Kumpel, der meinte ja, dass ja, überall Löcher in der Straße sind und ich soll mal schön vorsichtig sein. Tatsächlich, die Strecke bis Teufelsmoorstraße ist frei. Kann ich langfahren. Hat er recht gehabt, das ist die Teufelsmoorstraße. Habe ich nie drauf geachtet. Aber ich weiß, dass man hier durchs Teufelsmoor fährt. Dann macht das ja Sinn, dass die Straße Teufelsmoorstraße heißt, ne? Tja, aber Asphalt und so ist hier alles tadellos. Kann ich nicht meckern. Tja, die Sonne ist jetzt leider schon weg. Bin ein bisschen spät losgefahren, aber ist ja auch Montag. Feierabendverkehr. Tja, und damit würde ich sagen, das war's für heute, Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!